Ein Ring des Waffen. Was ist denn das alles? Gegengifte. Köcher nehmen wir auch mal mit. Vielleicht bringt es uns was. Haben wir jetzt mehrere Köcher mit? Nee, wir sammeln einfach nur Pfeile ein. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gucken. Ah, wir brauchen einmal Zähigkeit und einmal Glückstreffer. Was ist das denn? Einbrechen. Verstohlenheit. Stärke. Glückstreffer. Aha. Und Zähigkeit. Ne, wir wollen ja halt wie ein richtiger Krieger sein. Ne? Dann brauchen wir noch einen Punkt, den wir bestimmt gleich kriegen. Und dann haben wir eine schicke Rüstung. Aber mir fällt einfach ein Buch. Leser mal. Lalalala. Habt ihr gelesen? Ansonsten Pech gehabt. Oh, das hätte man nicht nur auf die letzte Seite quetschen können. Möge Aschar eure Hände führen. Gut. Und wie immer. Aber wir können ja noch den Ring anstecken. Der erhöht dann. Aha, erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Glückstreffer. Doppelter Schaden um 2%. Das heißt also, wenn wir dann. Dann machen wir also nicht 100% mehr Damage, sondern 102% mehr Damage. Boah, Hilfe. Was ist das denn? Den armen Typ mal da runtergeholt, ey. Was. Oh, diese Schweine, ey. Kollege, lebst du noch? Kollege, das sieht nicht gut um ihn aus. Ah, das ist ein Spaten. Da können wir dem nächstbesten Lane Spaten vor den Kopf hauen. Heiltränke und ein Gegengift. Schauen wir mal, was haben die denn da reingesteckt? Ein Dolch. Das ist ja mal richtig gemein. Die können wir leider nicht führen. Und eine handschriftliche Nachricht. Ich hoffe, ihr habt es zu Ende gelesen. War ja jetzt nicht so viel. Da müsst ihr, glaube ich, nicht mal Stopp drücken. Boah, ihr habt den armen Typen gesehen, wie sie da aufgespießt haben, die Schweine. Dafür werden wir auch ein oder zwei von denen aufspießen. Gucken, ist da noch irgendwas? Ich hoffe mal, dass wir diesem Arantier nicht in die Finger laufen. Wie ich da schon. Die Kumpeline. Hast du gehört, was Bennett? Ah, schade. Von dem Papa da erzählt hat. Unsere Gefährtin hier. Oh, da spritzt auch schön das Blut. Und. Ich habe ihn auch nur getreten. Ich meine, die Waffe im Anschlag. Ja. Schön gegen den Kopf. Ja, hier kriegst du einen Tritt. Und dann mit der Spitzhacke eins. Hast du gesehen, was du den armen Bauer angetan hast? Ach, die Spitzwaffe. Oh, das ist ja mal geil. Können wir da jetzt auf Minecraft machen? Ich brauche Hilfe! Ich werde die Spitzhacke. Oh, yeah! Minecraft for the win. Also, mal ganz kurz gucken hier. Da wir ja den Bogen gerade nicht nutzen, will ich doch schon gerne mal die Spitzhacke mitnehmen. Als Waffe, den haben wir, wenn wir auch mal kurz Seite packen. Den Ring haben wir angesteckt. Ja, das ist ja mal geil. Oder? Hat irgendwie weniger Damage als die Waffe, die wir jetzt benutzen. Aber hat auf jeden Fall Style-Faktor. Wenn man damit jemanden den Kopf einschlägt, vielleicht purzeln ein paar Diamanten raus. Hier gleich hat man so. Oh, Cobblestone. Erstmal durchprügeln. Ja, geht wohl nicht. Das ist bestimmt Obsidian. Er ist eingefärbt mit Wolle. Apropos Minecraft, da geht es glaube ich gleich weiter. Ich habe gerade eben gesehen, dass diese Woche kommt Minecraft 1.6 raus, also die Beta. Das ist wahrscheinlich der Eingang, den wir davon gesehen haben. Also ist ja immer noch Beta, aber. Aha, die Dorfbewohner wollen immer noch fliehen, vielleicht kann uns das ja helfen. Auf jeden Fall kommt jetzt. 1.6 raus und damit gibt es dann endlich Karten. Das heißt, nie wieder so doll verlaufen.
umso mehr Spaß haben wir dann. Ja, das ist Arantir. Sei leise. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Ach, ich hab eine Spitzhacke. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und den Tunneln hier. Dazu braucht man besondere Kräfte. Menelak. Menelak. Eure vielgerühmte Kraft scheint im Laufe der Zeit abgenommen zu sein. Uns raus! Dann drücken wir mal hier und schleichen uns mal ein bisschen. Was ist hier los? Eine unverschlossene Zellentür. Jemand war zu sorglos. Ich freue mich schon auf die Erklärungsversuche. Anschleichen? Du, kümmere dich um diese Kreatur. Ich habe keine Zeit dafür. Und jetzt fliehen. Lass uns hier verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Schnell weg, 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 weg. Sie haben die Ausgänge verschlossen. Such den Fluss, das ist der einzige Weg. Schnell weg hier. Ah. Jetzt muss er bestimmt gleich wieder laden, so wie ich es kenne. Ja, es riecht... Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm. Aha. Zu einem Zauberer namens Menelak. Das kennen wir doch schon. Er und ich haben gewisse gemeinsame... Bindungen. Im Moment sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Aber seine Suche ist zum Scheitern verurteilt. Er glaubt, du wirst ihm helfen, der Narr. Zumindest nicht ohne das hier. Den Chantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Wie auch immer, Junge. Ich möchte nicht, dass du allein gehst. Ich brauche jemanden, der dich führt. Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Sarin. Keine Sorge, du wirst lernen, den Schmerz zu genießen. Nenn mich einfach Sana. Kapitel 4: Auf dem Meer des Blutes. Wenn ich es kurz durchlesen möchte, ich glaube, das mache ich einfach nicht mehr, weil ich merke, dass ich nicht schneller bin als der Ladebalken. Der PC ist einfach zu gut. Aber interessant, dass man da mal eine andere Facette sieht von dem, was da passiert ist. Vielleicht war das ja alles nur Show, was wir in Wirklichkeit gesehen haben. Und unsere Träume oder Visionen zeigen uns die Wahrheit. Das kann natürlich gut sein. Sarret, wach auf. Ganz ruhig. Was ist passiert? Xana, was ist hier los? Wer? Was bist du wirklich? Der Traum war nur der Fluch eines Nekromanten. Glaub nichts davon, mein Lieber. Ich bin eine Freundin, eine Verbündete und ich könnte sogar noch mehr sein. Ja, Freundin, Verbündete und Monster. Alles in einem. Nehmen wir uns mal ein bisschen Zähigkeit, weil jetzt können wir nämlich... die Rüstung anlegen. Schauen wir mal kurz nach unten. Mensch, wie ein Ritter. Na, ist das nicht Xana? Gelobt sei Elad, ihr seid in Sicherheit. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht. Ihr müsst eine Menge gemacht haben. Du lebst ja noch. Habt ihr den Kristall gefunden? Ja, sag einfach nein, um ihre Reaktion zu sehen. Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe ihn dabei. Wunderbar. Abgesehen davon, dass die Nekromanten unser Schiff haben. Wir können nicht zur Insel. Wenn doch nur mein Onkel hier wäre. Wartet, Sarret, könntet ihr das tun? An Bord gehen und das Fallreep herunterlassen? Dann könnten meine Männer es entern. Wir würden es von Arantir wieder zurückstehlen. Ich verwahre ihn. Haltet euch bereit, wenn das Fallreep herunterkommt. Ich räume das eben aus dem Weg. Hey, das soll ich auch können. So entschieden. Versuchst du jemanden zu beeindrucken? Bestimmt dich, Xana. Typisch nur Frauen. Noch irgendwelche letzten Worte? Vorsicht, sie haben Wachen aufgestellt und unser Schiff ist mit Ballisten bewaffnet. So ein stark bewaffnetes Schiff und das lassen sie einfach irgendwo rumstehen. Was gibt. Oh, meine Hand, meine Hand! So. Anscheinend findet sich Minilaks Vorliebe für Luxus auch auf seinem Schiff wieder. Der kann wohl nicht schwimmen. Was ist das denn? Ist da jemand in
irgendwie eingeäschert worden? Sieht so aus. Und der Typ konnte nicht schwimmen. Bemannt die Balliste! Bemannt die Balliste! Schnappt ihn euch! Ich glaube nicht, dass der direkte Weg erfolgt. Wenn wir nicht unten bleiben, werden diese Dinger uns umbringen. Oh, und haben sie. Schießt und fangt ihn. Dämonische Kreaturen, also Orks, Goblins und Zyklopen, sind anfällig gegen auf Blitz beruhende Angriffe. Das ist interessant. Haben wir irgendwas, was Blitze verschießen kann? Das war das. Du wirst es nicht schaffen. Ah, wie geil ist das denn? Anscheinend findet sich Minilax Vorliebe für Luxus auch auf seinem Schiff wieder. Schwimmen wir mal eine Runde. Haben die schon irgendwie rumgebrüllt? Ich auch nicht. La 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 la. Ich will gar nicht das Schiff klauen. Ich bin rein zufällig hier. Ich finde immer gut, dass genau da, wo die Öffnung ist, ist sowas. Ist mir das mal aufgefallen in solchen Spielen? Oh, was war das denn? Hat der irgendwie einen Knick in der Optik? Warum schwimmt der so komisch? Beziehungsweise warum rennt der so komisch plötzlich? Und aber jetzt... Sei vorsichtig mit dieser Leiche, Saret. Ich könnte mir durchaus weitere Verwendungszwecke dafür vorstellen. Welche Leiche? Meinen die meine Leiche? Vorsicht, hier ist es zu eng für einen Kampf. Zu eng für einen Kampf. Ist euch das mal aufgefallen, dass die immer so leicht merkwürdige Witze machen? Jetzt hör doch auf, Mensch. Ich zieh dich doch schon weg, Kumpel. Und jetzt gib mir den Schlüssel. Kurzschwert, Kurzschwert. Aber den Sprung mit der Leiche habe ich jetzt nicht verstanden. Hier? Kann man das auch kaputt schlagen? Wahrscheinlich nicht. Nur noch drei Glas machen. Hör auf zu nörgeln. Der Dienst ist doch leicht. Wenn ich nicht nörgeln würde, wäre ich nicht ich selbst. Hm? Du bist also ein nörgeliger Mensch, ja. Okay. Anscheinend. Oh, lecker Essen. Anscheinend müssen wir da hoch. Oh, und ich habe eine Kiste des Todes gefunden. Bleib so fahr! Stirb! Na komm, komm!